Hey, heute mal wieder ein Epochen-Update angesagt. Alles ist modern in der Moderne? Und ein Umbruch folgt auf den nächsten? Naja, so kann man das nicht sagen. Wie sah unsere Jahrhundertwende tatsächlich aus? Hör selbst und los geht's! Aus der Epoche des Naturalismus entwickelten sich in der Zeit um 1890 bis 1920 verschiedene antinaturalistische Strömungen und verschiedene literarische Tendenzen, die aber nicht zu einer Epoche zusammengefasst werden können. Der Grund ist, dass um 1900 das Zeitalter der Moderne beginnt, das durch zahlreiche wirtschaftliche, politische, aber auch soziale Umbrüche geprägt ist. Diese Vielfalt an Veränderungen führte zur Entwicklung zahlreicher Strömungen und Stiltendenzen. All diese literarischen Strömungen unter einer Epoche zusammenzufassen, würde diesen nicht gerecht werden. Darüber hinaus besteht keine Einigkeit über die genaue Dauer der Moderne. Einige datieren sie bis in das 21. Jahrhundert, für andere endet das Zeitalter der Moderne um 1920. Anfangs zeichnet sich die Moderne bzw. die Literatur um 1900 durch eine Abkehr von Traditionen ab, die ihre Anfänge in der Aufklärung und später in der industriellen Revolution findet. Aufgrund der zahlreichen literarischen Entwicklungen bezeichnet man den Epochenumbruch am Ende des 19. Jahrhunderts deshalb als Literatur der Jahrhundertwende. Die Literatur der Jahrhundertwende befasst sich kritisch-analytisch mit dem wachsenden Einfluss der Technik und Naturwissenschaft auf die Gesellschaft und gilt somit als Gegenposition zum Naturalismus. Während die Entmystifizierung der Natur ein zentrales Thema des Naturalismus war, prägen mystische und symbolhaltige Aufladungen der Natur die Literatur der Jahrhundertwende. Ebenfalls wird die Naturwissenschaft, die als Leitbild im Naturalismus fungierte, mit Beginn der Moderne zunehmend kritisch hinterfragt. Wichtige Strömungen innerhalb dieser Periode sind Décadence, auch bekannt als Fin de siècle, der Symbolismus, der Impressionismus, der Jugendstil und der Expressionismus. Das Fin de siècle ist eher eine Empfindung als eine Strömung und bezeichnet im Zusammenhang mit dem Begriff Décadence den kulturellen Verfall. Von Nietzsche geprägt, beinhaltet diese Endzeitstimmung ein pessimistisches Weltbild, gepaart mit einer Sehnsucht nach künstlerischer Verabsolutierung. Die Umbruchstimmung führte zu einer Gesellschaftskrise. Das Subjekt findet sich in einer immer unübersichtlicher werdenden Welt nicht mehr zurecht. Beim Subjekt führt das zu einer Ich- und Sprachkrise, eine Tendenz, die die Literatur um 1900 allgemein prägte. Die künstlerische Verabsolutierung findet sich vor allem im Symbolismus. Kunst folgt keinem bestimmten Zweck, sondern ihr Zweck entfaltet sich in der Poesie mit Hilfe von Symbolen und sprachlichen Bildern. Der Autor schafft sich somit seine eigene poetische Welt, die losgelöst von der Wirklichkeit existiert. Der Impressionismus basiert auf der französischen Malerei, vor allem Monet, und der Musik, vor allem Debussy. Im Vordergrund steht das subjektive Sinnesempfinden, das mit Hilfe von Oxymoron, Klangmalerei, aber auch sprachlichen Bildern ausgedrückt wird. Der Autor tritt zurück und beobachtet, wie die Kunst sich selbst in Augenblicksempfindungen entfaltet. Der Impressionismus kann daher als Gegenbewegung zum Realismus verstanden werden. Begrifflich ist der literarische Jugendstil zurückzuführen auf eine Münchner Kunstzeitschrift namens Jugend. Der Jugendstil gilt als Kunstbewegung junger Menschen und richtet sich gegen die Automatisierung bzw. Technisierung des Lebens auf Kosten der ästhetischen Kunst. Angestrebt wird eine Harmonie zwischen Mensch und Natur und die Integration der Kunst im Leben der Menschen, um Kunst für alle zugänglich zu machen. Der Jugendstil betrifft viele Teile Europas und war außerhalb Deutschlands als Art Nouveau oder in Österreich als Reformstil bekannt. Die Mehrzahl der Autoren um 1900 lassen sich nicht einer bestimmten Strömung zuordnen.
Die meisten Werke der Jahrhundertwende weisen Merkmale verschiedener Strömungen auf und sind deshalb nicht leicht zu analysieren. Bedeutende Autoren sind unter anderem Hugo von Hofmannsthal, Rainer Maria Rilke, Heinrich mit Professor Unrat und Thomas Mann mit den Buddenbrooks und Der Tod in Venedig, Hermann Hesse mit Unterm Rad und Frank Wedekind. Na, mehr Bedarf an Zusammenfassungen der Literaturepochen? Kein Problem, tippe einfach hier links auf das nächste Video oder auf unsere große Epochen-Playlist. Abonniere gerne unseren Channel und teile das Video an all deine Freunde. Und in dem Sinne, bis bald, mach's gut und ciao.